Moin moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir wunderschön anhand von verschiedensten Beispielen, was für Auswirkungen Geschäftsausfälle auf eine Bilanz haben können und die vier verschiedenen Arten. Und zum Schluss gebe ich dir sogar noch Übungsaufgaben mit Lösungen super ausführlich erklärt an die Hand. Doch zuallererst, natürlich ist die Mission, dass du grundsätzlich verstanden hast, was eine Bilanz ist, wie diese aufgebaut ist und wie das Ganze zu verstehen ist. Habe ich ein sehr geiles Video und in der Videobeschreibung haue ich dir das rein, ziehe dir das rein und danach verstehst du es definitiv. Doch grundsätzlich, jetzt hast du Bilanz verstanden, super duper, aber was ist denn überhaupt ein Geschäftsvorfall oder auch ein Geschäftsfall? Ein Geschäftsvorfall ist in der Buchführung eine Transaktion, die den Jahresabschluss oder den Haushalt von Wirtschaftssubjekten beeinflusst. Mit anderen Worten, so ein Geschäftsvorfall ist im Endeffekt einfach eine kurz und knackige Zusammenfassung, was in deinem Unternehmen passiert. Also zum Beispiel, Kauf eines neuen Computers für die Sekretärin in bar für 1500 Euro. Also ein Geschäftsvorfall, da erfahre ich immer, welche Bilanzpositionen sind betroffen und in welcher Höhe. Und wie es schon heißt, hat so ein Geschäftsvorfall oder Geschäftsfall eine Auswirkung auf deine Bilanz, weil er betrifft eine gewisse Position. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Und zwar haben wir hier eine wunderschöne Bilanz, also links aktiver, rechts passiver. Dann haben wir das Anlagevermögen, was untergliedert wird in bebaute Grundstücke, Betriebs- und Verwaltungsgebäude, Maschinen, Fuhrpark, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dann haben wir noch das Umlaufvermögen, Vorräte, Forderungen aus Lieferung und Leistung, Bankguthaben, Kassenbestand. Natürlich auf der Passive haben wir das Eigenkapital und das Fremdkapital. Bei Fremdkapital haben wir einmal langfristige Verbindlichkeiten, also langfristige Bankverbindlichkeiten und auch kurzfristige Verbindlichkeiten, also kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Und nun, wenn so ein Geschäftsvorfall passiert, dann kann es zum einen passieren, dass auf der Aktivseite etwas getauscht wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt halt meine, ich nehme meine 2000 Euro aus meinem Kassenbestand raus, dann habe ich natürlich hier nur noch 20.000 Euro und investiere das in Vorräte. Aber dann wächst ja meine Vorräte dafür um 2000 Euro. Also findet hier ein Aktivtausch statt. Oder ein Passivtausch. Ich tausche zum Beispiel eine langfristige Verbindlichkeit in eine kurzfristige um. Kann ich machen. 25.000 Euro hier von den langfristigen weggenommen und hierbei kurzfristige hinzugefügt. Natürlich gibt es auch eine Aktiv-Passiv-Mehrung, dass ich auf der Aktivseite zum Beispiel eine Bilanzposition mehrt, aber auch auf der Passivseite eine Bilanzposition mehrt. Zeige ich dir auch gleich ein Beispiel. Und eine Aktiv-Passiv-Minderung, wo sich eine Bilanzposition auf der Aktivseite mindert und eine Bilanzposition auf der Passivseite mindert. Also du merkst, jeder Geschäftsfall hat einfach eine Auswirkung auf deine Bilanz und deren jeweiligen Bilanzposition, einfach auf der aktiver oder passiver. Aber diese Auswirkung, und das ist enorm wichtig, sorgt dafür, dass sich hier die Beträge zwar ändern, aber wichtig ist, links und rechts, also Aktiv- und Passivsumme, bleibt immer gleich. Das ist natürlich die Bedingung einer Bilanz. Und jetzt schauen wir uns mal alle vier Arten von Auswirkungen mal im Detail nochmal an. Also gucken wir doch zuerst den Aktivtausch an. Hier zum Beispiel Kauf eines neuen Computers für die Sekretärin im bar für 1500 Euro. Zuerst fragen wir uns in diesem Geschäftsvorfall, was für Auswirkungen passieren hier? Naja, ich kaufe einen Computer. Also wird zum einen Büroausstattung um 1500 Euro mehr werden, weil ich habe doch einen Computer gekauft für die Sekretärin und dadurch wird ja meine Büroausstattung um 1500 Euro mehr. Aber weil ich das Ganze bar zahle, wird natürlich mein Kassenbestand niedriger, weil das Geld geht ja dadurch weg. Also schreibe ich auf, wir haben eine Mehrung des aktiven Bilanzpostens Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1500 Euro. Aber auch eine Minderung des aktiven Bilanzpostens Kassenbestand. Und jetzt schauen wir uns mal die Bilanz vorher an. Da sieht man hier Betriebs- und Geschäftsausstattung 85.000 und Kassenbestand haben wir 22.000. Und nach diesem Geschäftsverfall passiert Folgendes. Die Betriebs- und die Geschäftsausstattung sind um 1.500 Euro gestiegen. Siehst du das? Von 85.000 auf 86.500. Aber dafür beim Kassenbestand hat sich das Ganze um 1500 Euro reduziert, von 22.000 Euro auf 20.500 Euro. Also sind einfach diese 1500 Euro, die haben sich getauscht, die sind gewechselt, die sind von hier, rup, hier hochgewandert. Und weil das alles nur auf der Aktivseite stattfindet, weil nur die Aktivseite betroffen ist und darunter getauscht wird, nennt sich das Aktivtausch. Und du merkst, bei so einem Aktivtausch bleibt die Bilanzsumme auf der aktiver und der passiver
Ganz normal gleich. Es hat sich nichts geändert. Dann auf der anderen Seite gibt es den Passivtausch. Auch da haben wir jetzt dieses Beispiel: Umwandlung einer kurzfristigen Bankverbindlichkeit in eine langfristige Bankverbindlichkeit in Höhe von 35.000. Du kannst zu deiner Bank hingehen und sagen: Hey Leute, ich möchte diese kurzfristige Bankverbindlichkeit, die ich innerhalb eines Jahres zurückzahlen müsste, die möchte ich aber erst in 5 Jahren zurückbezahlen. Könnt ihr das mal bitte so umstrukturieren? Und dann wird aus einer kurzfristigen eine langfristige Bankverbindlichkeit. Was für Auswirkungen hat es? Welche zwei Bilanzpositionen sind betroffen? Zum einen haben wir den Bilanzposten langfristige Bankverbindlichkeiten, das ist auf der passiver, und aber auch dann die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten, auch die befinden sich auf der passiver. Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten, die werden weniger, weil wir die ja zur langfristigen umwandeln. Also werden auch die langfristigen dadurch mehr. Und dadurch passiert Folgendes, wenn wir uns jetzt auch wieder unsere Bilanz anschauen. Unsere langfristigen Bankverbindlichkeiten sind aktuell 250.000 Euro. Die kurzfristigen 35.000. Und ich sage jetzt, ich möchte die hier, die kurzfristigen, zu den langfristigen umstrukturieren. Was passiert also? Danach, schau her, die langfristigen Bankverbindlichkeiten sind um 35.000 gestiegen und die kurzfristigen um 35.000 gesunken. Also hier findet auch wieder nur so ein Tausch statt. Und zwar auf der Passiva, weil nur passive Konten betroffen sind. Also handelt es sich um einen Passivtausch, weil auf der Passivseite die Beträge einfach nur untereinander getauscht wurden. Bei dem einen weniger genommen, beim anderen dazugekommen. Und auch wieder die Summe der Aktiva und der Passiva bleibt gleich, ist unberührt geblieben. Ist immer noch 1.584.950 Euro. Immer noch gleich geblieben, nur die Positionen haben untereinander getauscht. Natürlich gibt es nicht nur Tauschen, sondern auch Mehrung und Minderung, also Aktiv-Passiv-Mehrung zum Beispiel. Da ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Kauf eines Transporters für 85.000 Euro auf Ziel. Welche Bilanzpositionen sind wieder betroffen? Ja, wir kaufen einmal einen Transporter, also ist es der Fuhrpark, aber auch, weil wir es auf Ziel kaufen, und auf Ziel bedeutet nichts anderes auf Rechnung, und wenn wir etwas auf Rechnung kaufen, dann zahlen wir nicht sofort, sondern erst später. Und das, wenn man später etwas zahlt, wenn man etwas gekauft hat, und das wird so lange bei Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen notiert. Also ich merke, mein Fuhrpark wird um 85.000 Euro größer, weil ich ja einen neuen Transporter bekomme, der 85.000 Euro wert ist. Aber ich muss natürlich auch notieren, dass ich 85.000 Euro Schulden habe. Also Fremdkapital, ich habe fremdes Geld aktuell. Das bedeutet, wir schauen uns wieder die Bilanz an. Alles klar, der Fuhrpark, den haben wir aktuell bei 65.000 Euro. Und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen, die sind aktuell bei 25.600 Euro. Was passiert? Danach sehen wir, nach dem Geschäftsverfall ist der Fuhrpark um 85.000 Euro gestiegen. Jetzt ist er 150.000. Aber auch meine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 85.000 Euro gestiegen. Also sind jetzt bei 110.600 Euro. Und somit merken wir, auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite hat sich das Ganze gemehrt. Und darum ist es eine Aktiv-Passiv-Mehrung, weil ein aktives und ein passives Konto jeweils eine Auswirkung hatte und es sich hierbei jeweils um eine Mehrung handelt. Siehst du auch hier, deine Summe deiner Aktiva und deiner Passiva ist gestiegen und zwar um 85.000, aber links und auch rechts, weil dann ist es wieder gleich hoch und dann wissen wir alles klar, die Bilanz stimmt, passt. Aber es gibt natürlich nicht nur Aktiv-Passiv-Mehrung, nein, es gibt auch eine Aktiv-Passiv-Minderung. Ein gutes Beispiel hierfür ist Bezahlung einer Rechnung eines Lieferanten in Höhe von 2.900 Euro per Banküberweisung. Welche Konten sind betroffen? Ne, zum einen mein Bankkonto, weil ich zahle ja damit eben das Geld. Aber zum anderen auch meine Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, weil ein Lieferant, dem habe ich ja Geld geschuldet, weil ich bei dem etwas auf Ziel gekauft habe. Und das auf Ziel kaufen ist ja eben eine Rechnung. Und wenn ich eine Rechnung begleiche, bezahle, dann muss ich das natürlich notieren, dass ich nicht mehr das Geld jemandem schulde. Und das ist eben bei Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung der Fall. Also auch wieder unsere Bilanz vorher. Wir schauen uns den Punkten an. Einmal das Bankguthaben, das ist aktuell 44.000 Euro. Aber auch meine Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind bei 25.600 Euro. Und nach diesem Geschäftsvorfall passiert Folgendes. Mein Bankguthaben hat sich um 2.900 Euro gemindert. Das bedeutet 41.100 Euro, siehst du jetzt hier.
aber auch auf der Passivseite haben sich meine Verbindlichkeiten, meine Notiz, wem ich wie viel Geld schulde, das hat sich verringert. Meine Schulden gegenüber Lieferanten hat sich reduziert. Und zwar auch um 2.100 Euro auf 22.700 Euro. Wir merken also, hier hat sich die Aktivseite, aber auch die Passivseite reduziert, gemindert, weil sich eben auf der Aktivseite ein Konto verringert hat um 2.900 Euro, aber auch auf der Passivseite eine Bilanzposition um 2.900 Euro verringert hat. Und das ist dann eine Aktiv-Passiv-Minderung. Gut, das sind im Endeffekt die vier Arten, die es gibt. Natürlich gibt es unterschiedliche Geschäftsvorfälle, die unterschiedliche Konten beeinflussen. Aber hier jetzt noch ein paar Übungsaufgaben für dich. Probier doch mal herauszufinden, um was für eine Bilanzveränderung handelt es sich bei den folgenden Geschäftsverfallen und welche Bilanzpositionen sind betroffen. Übung 1, Barverkauf eines gebrauchten Schreibtisches für 750 Euro. Übung 2, Umwandlung einer langfristigen Bankverbindlichkeit in eine kurzfristige Bankverbindlichkeit in Höhe von 15.000 Euro. Übungsaufgabe 3, die Bank gewährt ein langfristiges Darlehen in Höhe von 280.000 und schreibt es unserem Bankkonto hinzu. Und Übungsaufgabe 4, Banküberweisung an den Lieferanten in Höhe von 9.850 Euro. Probier es selbstständig, halt das Video an, die Lösung kommt jetzt. Bei der ersten Aufgabe, bei dem Barverkauf eines gebrauchten Schreibtisches für 750 Euro, erhöht sich zum einen mein Kassenbestand. Klar, weil wenn ich ein Büromöbelstück verkaufe an irgendjemanden, dann gibt er mir ja bar 750 Euro. Und dadurch wird mein Kassenbestand mehr, ich lege das Geld in die Kasse von meinem Unternehmen. Aber weil ich ja für 750 Euro eben diesen Schreibtisch verkauft habe, vermindert sich mein Betriebs- und meine Geschäftsausstattung, also meine Büromöbel, der Posten davon, um 750 Euro. Und wir merken einfach, das sind beides Aktivkonten, also findet hier ein Aktivtausch statt. Vom Kassenbestand, der erhöht sich, aber der Betrag kam dann von dem Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei der zweiten Aufgabe, Umwandlung einer langfristigen Bankverbindlichkeit in eine kurzfristige Bankverbindlichkeit 15.000 Euro. Betroffene Bilanzpositionen habe ich einmal die langfristige Bankverbindlichkeit und die kurzfristige. Die langfristige, die reduziert sich um 15.000 Euro, die kurzfristige erhöht sich eben um 15.000 Euro und dabei handelt es sich um einen Passivtausch, weil nur Konten auf der Passivseite betroffen sind und die haben untereinander wieder getauscht. Übungsaufgabe 3, die Bank gewährt ein langfristiges Darlehen in Höhe von 280.000 und schreibt es unserem Bankkonto hinzu. Betroffene Bilanzposition, einmal die langfristigen Bankverbindlichkeiten, weil ich ein Darlehen, und das dauert halt sehr lange, bis ich es zurückzahle, in Höhe von 280.000 Euro aufnehme. Dadurch erhöhen sich mein Fremdkapital, das Geld, was ich mir von jemandem geliehen habe, das muss ich ja notieren, dass ich 280.000 meiner Bank schulde. Aber weil die das ja unserem Bankkonto hinzufügen, erhöht sich auch mein Bankguthaben um 280.000 Euro, weil da wird es ja plus gerechnet. Und das bedeutet, meine Aktivseite, aber auch meine Passivseite mehren sich, weil auf der Aktivseite eine Bilanzposition, das Bankguthaben, sich erhöht hat, aber auch auf der Passivseite die langfristigen Bankverbindlichkeiten, die Position auch erhöht hat. Also Aktiv-Passiv-Mehrung. Und zu guter Letzt eine Banküberweisung an den Lieferanten in Höhe von 9.850 Euro. Betroffene Bilanzposition ist das Bankguthaben, weil wir überweisen ja davon die 9.850 Euro, die gehen von unserem Konto weg. Aber auch die Notiz, dass ich meinem Lieferanten Geld schulde, die reduziert sich. Hat die Schulden, die gegenüber dem Lieferanten reduziert sich, weil ich bezahle es ja. Also wird Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auch um 9.850 Euro weniger. Und somit ist es hier eine Aktiv-Passiv-Minderung, weil einmal ein Aktiv-, aber auch ein Passivkonto sich jeweils mindern. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Mehr Übungsaufgaben zum Aktiv-Passiv-Tausch, Aktiv-Passiv-Mehrung, Minderung. Unten in der Videobeschreibung geile Links und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!